Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trackman Let's Play Valley. Wir fahren heute wieder ein bisschen offline, nachdem wir letztes Mal online gefahren sind. Und zwar machen wir weiter mit Star Foxy Valley. Das ist also die nächste Strecke von Poyvrot, nachdem wir hier schon die vorigen zwei schon gefahren sind. Da sind also ganz viele jetzt gerade in der Liste drin, nacheinander. Das ist auch immer so eine Sache. Meistens sind immer die Maps von denselben Leuten gut. Deswegen sieht man auch meistens noch ganz oft in diesen Mania Exchange Best of the Week Maps dieselben Namen. Genau. Und bevor ich es jetzt auch gleich wieder vergesse, wir machen am Sonntag mal eine Runde Abo fahren. Also ein bisschen zusammen auf dem Server rumgucken. Also Sonntag, der 29. ist es. 29.12. Also ist genau der Sonntag vor Silvester. Und zwar hätte ich mir gesagt, um 8 Uhr abends. Falls ihr da Bock habt, könnt ihr mal hier gerne auf den XR-Server kommen. Da wird das Ganze stattfinden. Den findet ihr, wenn ihr in der Serversuche nach München filtert. Dann solltet ihr den finden. Wenn nicht, ich packe auch nochmal hier in die Videobeschreibung dann, einen Link hin, mit dem ihr direkt auf den Server joinen könnt. Zumindest wenn ihr das Feature in Mania Planet aktiviert habt. Dann müsst ihr den entweder, ich weiß nicht, wie es funktioniert, entweder müsst ihr den Link dann nehmen und oben in die Adressleiste rein copy-pasten. Oder irgendwie direkt auf den Link klicken und ihr kriegt eine komische Meldung. Wollt ihr wirklich, dass andere Anwendung mit dieser Anwendung startet oder so? Kommt dann. Irgendwie ganz eigenartig dann, ne? Aber das werdet ihr dann schon sehen. Wie sie ihn rausfinden, glaube ich. So viel traue ich euch dann schon zu. Ach, und da wäre das Ziel gewesen, so ganz klein und allein. Also die Map hier ist nicht ohne. Also die finde ich relativ schwer jetzt gerade. Ey, ich bin zu blöd gerade für das Ziel. Also wenn man hier mehr Speed hat, ist es kein Problem, dann springt man einfach drauf zu. Obwohl das funktioniert jetzt hier in dem Fall leider gerade nicht. Ja, meistens einfach vom Start weg ist, ja. Halb so wild, wenn wir jetzt hier keine gescheite Zeit haben für den ersten Versuch. Oder überhaupt gar keine Zeit haben für den ersten Versuch. Dann bauen wir uns praktisch erst halt über die Versuche hinweg unsere Zeit auf. Oder überhaupt eine Zeit auf. Das ist mal so. Und wir müssen es hier nach links rein. Genau. Wop, wop, wop. Okay, das war kacke. Wohl so lang ist die Map hier, glaube ich, gerade gar nicht. Oder die war doch. Obwohl doch, die war 45 Sekunden, wenn ich mir nicht richtig angeguckt habe. Als will ich erstmal schauen, dass ich überhaupt mal Gold bekomme oder so. Hey, ist ein Speeder? Ich bin die ganze Zeit blind. Ich rechne hier nie mit einem Speeder, weil ich irgendwie auch keinen die ganze Zeit sehe. Das ist irgendwie total eigenartig. Könnte natürlich wieder total an der absoluten Blindheit liegen. Hier geht es noch weiter nach rechts. Okay, das mit dem Offroad, das muss ich mir noch ein bisschen merken, wie der hier verläuft. Aber sonst ist es hier bis jetzt ja ziemlich geil. Das gefällt mir ziemlich gut. So. Auch wenn es hier ein bisschen holprig ist. What the fuck, ey. Das war auch gerade ein bisschen eigenartig mit dem Slide. Aber diesmal könnten wir den Sprung hier direkt ins Ziel reinschaffen. Na. Okay, nicht ganz. Man muss es anscheinend doch ein bisschen links vom Ziel anspringen. Damit man nicht Gefahr läuft, auf der Leitplanke da zu landen. Oh, scheiße. Jetzt bin ich gerade echt zu blöd zum Kacken. Kann doch nicht wahr sein. Meine Fresse, ey. Kennt ihr das, wenn ihr einfach zu blöd für alles seid? Ach, Tatsache, hier ist tatsächlich ein Speeder. Jetzt sehe ich es erst. Das habe ich mir auf den Speeder geachtet, also darauf, wo ich hinfahren muss. Führt natürlich zu absoluten Mega-Fails, was ziemlich scheiße ist, aber macht er nichts. Tom, Tom, Tom. Irgendwie wird es schon laufen. Dass ich jetzt überall angeeckt war, war auch ein bisschen suboptimal. Egal, ich will jetzt einfach bloß meine Zeit überhaupt ins Ziel fahren. Das wäre hier mein Number One Ziel überhaupt jetzt erstmal. Ach, was ist denn das für eine Kacke hier? Überall irgendwas Neues, wo man dagegen fahren kann, oder ich bin gerade wieder zu blöd, weil ich wieder mehr als 20 Minuten am Stück gespielt habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh! Schon wieder überall angeeckt. Oh, das wäre ich sogar fast hier links ins Wasser reingefallen. Ja, da links war Wasser, auch wenn da viel Gebüsch davor war. Ich glaube, dahinter war Wasser. Ja, manchmal erkenne ich dann doch ein paar Sachen, die mich überhaupt nicht so erfreuen. Gott, ich denke schon jedes Mal, ich muss ihn noch weiter einlenken, aber irgendwie ist das alles gar nicht der Fall, weil ich zu blöd bin, die Sachen wahrzunehmen gerade. Ich müsste mir mal wieder mit irgendwas anderen
Was war denn das? Wieso bin ich jetzt links angeeckt? Ich wollte doch erst dahinter reinziehen. Och, fuck you einfach. Egal, dann können wir jetzt vielleicht hier den Start auch nochmal richtig rausbügeln. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht wieder überall anecken. Aber das war jetzt schön durchgefahren, finde ich. Hier gerade reingefahren. Na, das hätte fast Fullspeed funktionieren können. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob die ganze Map nicht sogar fast Fullspeed funktioniert. Da man einfach durch viele Sachen hier einfach abgebremst wird. Okay, zum Beispiel hier hoch habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt, dass ich auf dem Gas gehen musste oder so. Alter, aber ich habe immer eher Probleme, dass ich das Ganze hier zu bumpig mitnehmen. So, was habe ich gemeint? Hier ein bisschen mehr links ans Ziel zielen. Dann kommen wir auch da schön durch. Genau. Und jetzt hätten wir sogar unsere erste Zeit schon. Sogar nur Silber. Ja, okay, ich bin halt echt einen krassen Scheiß gefahren. Teilweise also viel angeeckt. Was man sich super ersparen hätte können. Jetzt habe ich immerhin mal einen Ghost, gegen den ich fahren kann. Meine Fresse, Wusa. Es gibt's doch nicht, dass ich teilweise so einen absoluten Oberabfuck zusammenfahre. Hä, was ist das? Wieso bin ich denn mit der anderen Zeit schon so weit vorne? Das finde ich jetzt gerade richtig komisch. Obwohl ich hier jetzt wieder die Zeit ein bisschen überhole. Aber diesmal bin ich hier jetzt nicht angeeckt. So, ist hier schön reingezogen. Und diesmal hier auch mit viel mehr Speed durch den Offroad gebügelt. Das sollte es auf jeden Fall schon mal eher Gold sein für lustige, wie soll ich sagen, Autozeit wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Jetzt kriegt man schon, ob das... Wow, okay, man muss trotzdem ein bisschen links vom Ziel hinspringen, weil man derzeit über das ganze Ding drüber segelt. So, jetzt haben wir immer schon mal Gold, dann wollen wir mal schauen, wo wir hin müssten für die Autozeit. Die wäre bei... Schau mir. 41,63, das könnte eventuell, je nachdem, was ich jetzt schon habe, ziemlich happig werden. Eine Sekunde runter. Man könnte es mal auf jeden Fall versuchen. Ich bezweifle zwar, dass ich das jetzt ordentlich schaffe. Ich mache einfach mal zwei Versuche jetzt einfach, inwieweit ich mich jetzt noch verbessern kann. Bei der ganzen Sache hier. Das wäre dann Nummer 1. Mega Überfail-Versuch. Schauen, ob ich hier noch irgendwas schaffe, damit es mich hier richtig hinlädt. Dachte ich, ich kann eventuell den mega Überflip machen. Aber ist nicht. Okay, dann machen wir es hier den letzten Versuch für die Map. Ich hoffe, dass wir hier noch irgendwas Cooles hinbekommen. Ja, wieso war ich denn jetzt hier so viel schneller gerade? Gott und ich. Ja, das zählt jetzt mal nicht als Versuch. Das war ja totales Abgeslide. Total abartiges Geslide. So. Diesmal sind wir hier um einiges besser rausgekommen. 1200 sind hier schon vorne. Obwohl es eigentlich nur totaler Scheiß hier war. Ich glaube aber, man kann hier in dem Offroad-Ding hier noch gut Zeit gut machen. Je nachdem, wie man den Schmarrn hier richtig reinzieht. Oder hier, wie gesagt, Zeit verliert. Ihr seht ja, ich habe jetzt hier gerade ungefähr alles aufgeholt, was ich vorher verkackt hatte. Es könnte 1800 ist immerhin schon. Das ja, nicht schlecht, aber da fehlt noch einiges Richtung Outdoor-Zeit. Gut, dann würde ich mal sagen, schließen wir die Map hier mal ab mit der Zeit hier. Und gucken uns mal die nächste Map an. Ich glaube, es ist auch nochmal eine Polfroad-Map, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Angry Waves, das ist die wäre von Hartenbach Büch. Scheint irgendein echter Name gewesen zu sein, mal. Weil irgendwelche Underscores drin sind. Ich glaube, Umlaute werden in Underscores umgewandelt. Das könnte tatsächlich ein deutscher Name sein, weil in anderen Sprachen gibt es nicht so, dass diese Login-Namen so einzeln zerpflückt werden oder mit Underscores besät werden. Naja. Wir müssen trotzdem erstmal schauen, wo wir hin müssen. Aber irgendwie fahre ich hier totalen Scheiß zusammen. Angry Waves. Ja, das trifft ziemlich gut auf der Map. Also diese Wellen, in denen man praktisch hier drin landet, die sind teilweise ziemlich heftig. Man muss hier das auf jeden Fall gut abtimen, dass man das hier gescheit reinlandet. Ah, jetzt muss man schauen, jetzt rutsche ich auch wieder so ein bisschen runter. Die haben sich ein bisschen drauf. Ach, jetzt nach links. Hätte ich nach links müssen.
Wenn man natürlich die Schilder so weit weg platziert, dass ich keine Ahnung habe, dass sie zur aktuellen Fahrtlinie gehören, das ist natürlich ein bisschen doof. Für mich. So. Aber kann der ja nicht wissen, dass ich darauf nicht achte. Beziehungsweise wenn man es selber baut, dann ist es für einen eigentlich immer ziemlich klar, dass man das da langfahren müsste. Boah, das war überhaupt nicht gut. Okay. Da muss ich irgendwie viel weiter nach links kommen. Also man muss echt in dieser Welle praktisch drinnen landen, sonst hat man hier ein tierisches Problem. So ein richtiges tierisches Problem. So könnte man schauen, ob wir das hier Fullspeed fahren können. Das funktioniert sogar Fullspeed, sehr schön. Sowas gefällt mir immer sehr gut, wenn etwas Fullspeed funktioniert. Wow, wow, ich dachte schon, ich komme hier eventuell in einen Slide rein, was ziemlich unlustig wäre. Boah, das war gar nicht schlecht. So, aber hier müssen wir nochmal nach links. Ja, das war auch nicht so gut. Och, diese Scheißdinger, ey. Also wäre die Laterne nicht da gewesen, hätten wir hier sicher eine absolute Megazeit rausgefetzt. Die hätte vielleicht sogar die Outdoor-Zeit sein können. 33.08. Die hätte sogar funktionieren können. Also durch den Crash am Schluss haben wir sicher 2 Sekunden oder so verloren. Aber mal schauen, ob wir das jetzt hier eventuell Revue passieren lassen können. Also zumindest den Part bis dorthin, wo es für uns interessant wird. Wir haben sogar hier jetzt noch ein bisschen Zeit gut gemacht. Ah, komm schon. Will nicht, dann will's halt nicht. Das natürlich doof gewesen, dass ich jetzt hier nochmal angeeckt bin. Und wir waren eigentlich schon fast wieder durch. Die Map ist halt echt nicht ohne. Wow, okay, hier muss ich das ganze Ding echt ein bisschen von weiter rechts runterziehen. Dann kommt man nämlich ein bisschen weiter innen raus bei der ganzen Scheiße. So. Hier schön runter und jetzt hier schön reinziehen. Genau, dann kommen wir hier nämlich wunderbar innen an der Kante vorbei. Und haben hier direkt nochmal 1500 gut gemacht. Voll pervers geil, würde ich mal sagen. So. Aber irgendwie holt mich meine andere Zeit trotzdem wieder ein. Und ich habe es hier nicht früh genug angefangen, nach links zu lenken. Gott, ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ich fange hier schon wieder voll an, mich in die Kurve reinzulehnen bei der Map. Das ist eigentlich ein Indikator, dass es eine ziemlich geile Map ist. Weil man hier praktisch richtig mitfiebert, wie man da fährt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch teilweise macht hier, wenn ihr Rennspiele spielt. Dass ihr euch da voll reinlehnt, je nachdem, in welche Richtung gerade diese behinderte Kurve geht. Würde mich mal interessieren, wer das noch so alles macht. Es ist immer voll das geile Spielgefühl nämlich eigentlich. Ja, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare rein, wenn ihr das auch macht. Aber jetzt will ich mal schauen, dass erstmal, dass ich diesen Scheiß hier fertig hin. Ach, verdammt, das hätte ich dann ein bisschen weiter rausfahren müssen. Beziehungsweise muss ein bisschen steiler reinlanden müssen, damit ich das besser reinziehen kann. Sehr, sehr komplizierte Map-Führung, muss ich sagen. Scheiße, jetzt bin ich da auch wieder hängen geblieben. Mir fällt es auch auf, umso knapper die ganze Scheiße wird, also dass man gegen Bande fährt, umso mehr lehnt man sich auch rein. Ich komm da rum, komm da rum, komm da rum. Oh, genau. Das war jetzt auch wieder so ein ganz, ganz harter Reinlehnfaktor. Ah, voll geil. Wegen sowas spielt man das Zeugs ja. Weil es einfach total Laune macht. Laune. Oh, das war nicht gut. Ach, verdammte Scheiße, ich muss das echt wieder ein bisschen von weiter rechts direkt nach links reinziehen. Also ich hier nicht den absoluten Krüppelshit zusammenfahre. So, hier jetzt schön runter und jetzt hier schön innen rein. Ach, nein, so natürlich nicht. Sliden, da reinfahren ist der Böse. Böse! So. Scheiße. Komm, gib's mir. Ich will jetzt diese Map richtig schaffen. Ich will jetzt zumindest die Autozeit, ich glaube, die könnte ich hier sogar echt schaffen. Deswegen will ich das jetzt eigentlich gerade richtig schön durchfahren. So, diesmal will ich hier schön nach innen rein und hier durchziehen, auch wenn das jetzt gerade nicht so gut war. Bisschen relativ weit außen rum war. Aber ich will das jetzt hier eigentlich schon schaffen. So, jetzt sind wir hier schön runtergekommen, jetzt kann ich den hier auch schön nach links runterspringen. Und nochmal nach links unten. Nein! Verdammte Scheiße!
So kurz vorm Ziel. Das kann doch nicht wahr sein, dass er auf einmal dort, dass ich hier so einen Aussetzer habe gegen Ende. Ach, jetzt bin ich schon wieder abgehoben. Ah, verdammt. Ich will jetzt diese Map endlich richtig schaffen. Es kann doch nicht so kompliziert sein, dass man hier diesen Käse mal so richtig ordentlich in den Abschluss rein. Ja, schon wieder voll gegen die Bande. Also man muss hier echt schon, während man die Kurve da die erste runterfährt, muss man schon mehr nach links fahren als nach geradeaus. Sonst hat man es da irgendwie total verkackt. Wie soll ich das sagen? Es war vielleicht sogar eine scheiß Erklärung, wie ich das meine, aber ihr wisst schon, dass man hier praktisch schön nach links reinzieht, weil hier die ganze Zeit drin steckt. In der engen Innenkurve. Boah. Verdammt, ich hätte fast gedacht, dass ich komme wieder oben auf diesem Scheißding auf. Das wäre wieder total scheiße gewesen. Nein! Gott, ich muss mal gucken, ob da irgendwas ist, was ich anzielen kann. Das wäre total genial. Also sehe ich nicht immer so kurz vor knapp in dem ganzen Scheiß drin dann, ne? So. Ist mir den Spann hier gescheit runter? Ja, das geht schon wieder nicht auf hier mit der Dreckskurve. Das gibt's doch nicht. Vorher habe ich das immer so gut geschafft. Und da bin ich nicht vom Gas gegangen. Und genauso wie hier gerade schön Fullspeed dort reingedödelt. So, ich springe jetzt einfach mal auf diesen Pfosten zu. Damit landet man hier ziemlich gut drin. Und, boah, das war ziemlich gut. Okay, das muss ich mir merken, dass ich auf diesen behinderten Pfosten zuspringe. Das total der Top-Pro-Trick ist. Und versuche das hier einfach auch mal auf den Pfosten zu. Nein, auf den Pfosten zu ist hier total beschissen. Vielleicht das linke Ende vom Schild ist da wahrscheinlich erheblich viel besser. So, hier Pfosten. Pfosten total gut. Oh ja, das war sehr gut. Es war zwar kurz vorm Abheben, aber sehr, sehr gut. Na, das könnte es eventuell ein kleines Problem geben. So, hier ans linke Ende vom Schild hinspringen. Genau so, ja, okay, das wäre vielleicht auch ein bisschen anders besser gegangen, wenn ich es nicht ganz so weit links angesprungen hätte. Also mehr der linke Pfeil von dem Schild anspringen, damit es besser funktioniert. Okay. Immer diese schönen Zielübungen hier. Aber jetzt will ich es endlich mal hinbekommen. Hier, okay, hier wieder Pfosten. Ah, das geht wieder fast an die Bande. Okay, es geht doch an die Bande. Meine Fresse, komm. Reiß dich zusammen, Martin. Reiß dich zusammen. Das kann ja nicht so schwer sein, diesen Span hier durchzuziehen. So, einmal hier rein. Direkt links einlenken. Boah, da kommen wir jetzt richtig gut innen rum. Richtig gut und hier gerade runter. Boah, das war richtig sauber reingelandet. So, und hier ist das linke Schild an aimen. Das war auch richtig gut. Boah, das war auch nochmal richtig gut. Und hier weiß ich gerade gar nicht, was man anaimt. Gott, hier darf man nicht so weit links runter nach dem Tunnelding. Ich will da mal so hart nach links reinziehen, aber das darf man nicht. Gott, das ist beschissen, wenn man halt nicht so oft da hinkommt. Dann kann man sich erst relativ, nachdem man den ganzen vorherigen Scheiß richtig gut kann, kann man sich darauf einstellen, was da hinten am Ende überhaupt alles schief läuft. Oh, das war auch wieder nicht schlecht. Ah, wieder schön runterspringen. Wieder sauber reingelandet. Boah, jetzt kann ich den Start hier schon echt gut. So, und hier ist das hintere Schildel, das Pfeilchen-Ding hier an M. Okay, diesmal nicht ganz so weit nach links springen. Und jetzt halt hier schön aufs Ziel zu. Okay, es geht halt nicht direkt aufs Ziel. Ich muss mehr nach links. Okay, learning by doing. Irgendwie die letzte Lücke an, ey. Jetzt bin ich ja auch angeengt. Das kann doch nicht sein. Ich frage mich auch gerade, ob ich überhaupt noch nachdem ich hier so viel Zeit in diese Map hier reingesteckt habe, ob ich da überhaupt noch eine Zeit für eine dritte Map jetzt hier habe gleich. Ich glaube auch fast nicht. Oh, verdammt. Ja, okay, leider müsst ihr heute wahrscheinlich mit zwei Maps auskommen. Tut mir leid, auch wenn die Folge wieder ein bisschen lang wird hier. Aber ich will das jetzt unbedingt noch schaffen. Die Map, die finde ich nämlich richtig cool eigentlich. Schon wieder in die Bande. Kann doch nicht wahr sein. Ich muss sie direkt reinziehen, nachdem ich da drunter gekommen bin. Oder auf den Pfosten zugesprungen bin. So hier und jetzt direkt Kurvin. So. Wunderbar gekurvit. Hier wieder wunderbar reingelandet. Das muss doch irgendwie richtig funktionieren. So. Wieder den linken Pfeil hier anspringen. Oh, das ist nicht gut gewesen. Überhaupt nicht gut.
Auch wenn das hier gerade. Ja, mal schauen, ob wir das jetzt schaffen. Verdammt. Da hat mir jetzt echt das Speed gefehlt. Verdammte Kacke. Mit ein bisschen mehr Speed wäre ich eventuell über dieses behinderte Schild drüber gekommen, was da ist. Wobei mir das eventuell sogar mit ein bisschen mehr Speed tierisch. Gott, ich habe so Angst gehabt, dass ich wegrutsche und aufgehört zu lenken, weil auf einmal dieser Absacker da war. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitgemerkt habt. Aber es war gerade richtig böse. Genau, so ein Absacker. Da muss immer ganz kurz aufhören zu lenken, weil man sonst wegrutscht. Was noch beschissener ist, wobei es halt beschissen ist. Das ist halt wirklich die einzige Möglichkeit, aus dem Slide noch irgendwie rauszukommen oder nicht in den Slide reinzukommen, weil der ist richtig beschissen dann. Auf dem verliert man in der Regel richtig Assi-Zeit. So, dann wollen wir mal gucken. Wieder schön auf das Ding hier zugeaimt. Jetzt können wir hier wahrscheinlich schön nach links rein. Diesmal nicht ganz so heftig hier rüber. Und diesmal auch hier sauber rein. Boah, 2,70 gut gemacht. Damit haben wir jetzt auch endlich die Automedaille. Das war es mir jetzt ehrlich wert. Das war der Hammer. Gut. Dann würde ich sagen, mache ich leider hier auch an der Stelle wieder Schluss für heute. Falls euch der ganze Spaß also gefallen hat, lasst ein Like da. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bei der nächsten Folge Let's Play Trackmania 2 Valley. Ich glaube, ich fahre dann nochmal hier lustig weiter in unserer Mania Exchange Best of the Week Maps. Drum. Genau, so der Plan. Da ich einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.